Zuerst zum Haarwuchsmittel Finasterid. Haarausfall kann jeder treffen. Und die sich daran stören, die können etwas dagegen unternehmen. Zum Beispiel täglich eine Tablette schlucken mit dem Wirkstoff Finasterid drin. Das macht anscheinend auch der US-Präsident Donald Trump. Jedenfalls sagt das sein ehemaliger Arzt. Auf den Markt kam das Medikament vor gut 20 Jahren und damals ist es als was Wundermittel gegen Haarausfall gefeiert worden. Glatzen müssen nicht mehr sein, endlich sei es Kraut gewachsen und die Männer könnten aufschnaufen. Ja, heute ist das Mittel immer noch ein Bestseller, aber jetzt, wo allein in der Schweiz rund 100'000 Männer die Medikamente schlucken, kommen die Schattenseiten ans Licht. Massive Nebenwirkungen nämlich. Und die dauern möglicherweise auch dann noch an, wenn man das Mittel schon lange wieder abgesetzt hat. Ich habe kein Leben mehr wie früher. Bin eigentlich bloß nur noch zu Hause, gehe nicht mehr raus. Keine Kraft mehr, keine Leistung mehr, gar nichts mehr. Komplett impotent seit 7 Jahren. Kopfschmerzen, Hirnnebel, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen. Es ist oft so schlimm, dass ich denke, ich kann nicht mehr, ich bringe mich um. Franz Fuchs leidet stark seit dem Absetzen des Medikaments Finasterid. Er ist nicht alleine. Auch andere Männer schreiben im Internet über das sogenannte Post-Finasterid-Syndrom, welches ihr Leben zerstört hat. Bin nach wie vor total impotent mit einem Penis wie ein Dreijähriger. Zudem ging dann auch gleichzeitig meine Psyche den Keller runter. Auch Urologin Doris Mannhardt hat Patienten, die schlechte Erfahrungen mit dem Wirkstoff Finasterid machten, meist schon während der Einnahme. Wir haben einerseits spezifische Zuweisungen, zum Beispiel bei unerfülltem Kinderwunsch, wo man sieht, irgendetwas ist nicht gut, das Spermiogramm, also die Spermienqualität ist nicht gut. Und man dann auch sieht, man nimmt Finasterid, wo man natürlich spezifisch gerade kann, fokussiert dann auch alles rundum abklären. Wir haben aber auch Männer, die kommen, die ein Potenzproblem haben. Christian Sick verschrieb als Dermatologe früher seinen Patienten Finasterid gegen Haarausfall. Heute ist er Urologe und sieht nun Patienten, die wegen Finasterid unter Potenzstörungen leiden. Kinderwunschpatienten und Finasterid, das ist bekannt. Und das ist auch ein beachtlicher Prozentsatz von Männern, die in unsere Sprechstunde kommen, erfahrt man nachher dann, dass sie Finasterid nehmen. Und man findet dann auch bei einem Teil die spezifischen, also die ganz typischen Veränderungen an den Samenzellen. Trotz Nebenwirkungen, über 100'000 Männer schlucken hierzulande täglich eine Haarwuchstablette mit dem Wirkstoff Finasterid, denn es wirkt. Ist alles zugewachsen, bis leichte Ecken, aber ansonsten alles komplett zugewachsen. Also die Finasterid sind und es gut geht, die finden das natürlich wunderbar, sind begeistert und wollen auch nicht mehr aufhören. Die Erfolgsrate ist gross und die Nebenwirkungsrate ist gering. Etwa 2% der Männer berichten in Studien über unerwünschte Nebenwirkungen, während sie die Pille nehmen. Doch die schlimmsten Folgen zeigen sich möglicherweise erst Jahre später. Und dann gibt es in der Tat immer wieder Anekdoten und Berichte und Fallberichte, auch einzelne Patienten, wir haben Auswärtige, die berichten über ein bestimmtes Krankheitsbild, das nach dem Absetzen vom Finasterid auftritt. Auch Franz Fuchs leidet seit 7 Jahren stark an diesem sogenannten Post-Finasterid-Syndrom. 14 Jahre lang nahm er täglich Finasterid. Als er es absetzte, erwischte es ihn wie auf einen Schlag. Vor allem die Depression macht ihm zu schaffen. Oft ist er in Kontakt mit anderen Finasterid-Geschädigten. Viele sagen, ja, sie können ihren Job nicht länger ausüben, weil es vom Kopf her nicht mehr geht, weil sie immer diesen Hirnnebel, die Anforderungen und Leistungen nicht mehr gerecht werden können gegenüber einem Arbeitgeber. Und einfach nur noch kaputt, müde, sie könnten immer nur schlafen. Keine Leistungsfähigkeit mehr, gar nichts mehr. Die sind alle genauso verzweifelt wie ich. Warum das Post-Finasterid-Syndrom erst nach dem Absetzen der Pillen zuschlägt, ist nicht zu 100% geklärt. Haarspezialist Ralf Trüb beschreibt das Phänomen in seinem Buch in einem eigenen Kapitel. Wir müssen noch mehr verstehen, wie es dazu kommt, ob die längerfristige Einnahme des Medikaments etwas am Hirnstoffwechsel ändert, wo zu Depressionen kann führen und zu persistierenden sexuellen Nebenwirkungen. Für jetzt ist es wichtig, das Medikament nicht Patienten zu verschreiben, die vorbestehende sexuelle Störungen haben
oder Depression. Noch zurückhaltender ist die Urologin. Sie würde den Wirkstoff Finasterid bei Haarausfall am liebsten ganz verbieten. Sind wir natürlich sehr zurückhaltend, weil wenn, dann sehen wir die Nebenwirkungen, die wir jedem Mann nicht empfehlen, um es zu nehmen, erst recht, wenn sie junge sind. Und je länger dass man sie nimmt, desto grösser sind die Risiken, dass man halt wirklich Nebenwirkungen hat oder anhaltende Nebenwirkungen hat, auch nach dem Absetzen. Im Beipackzettel sind Nebenwirkungen wie Potenzprobleme aufgeführt, nicht aber das Postfinasterid-Syndrom, das erst nach dem Absetzen auftritt. Warum nicht? MSD, der Hersteller des Originalpräparats, nimmt gegenüber Puls nur schriftlich Stellung. Die vorhandene Evidenz ist ungenügend, um die Existenz eines breiteren, produktspezifischen klinischen Syndroms zu stützen. Die Existenz eines sogenannten Postfinasterid-Syndroms ist noch Gegenstand von wissenschaftlichen Diskussionen. Weit über 1000 Betroffene aus den USA und Deutschland haben nun Klage gegen den Hersteller des Originalpräparates eingereicht. Für sie ist die Forderung klar. Weg vom Markt mit diesem Medikament, dass es mehr so dreckig geht wie mir. Und die nächste Forderung halt, Hilfe, endlich Hilfe, was ging kaputt in uns. Wer es nicht selber hat, der kann da wahrscheinlich nicht glauben, dass ein Medikament so einen Menschen zerstören kann. Ich würde jedes Haar hergeben für das, dass ich wieder gesund wäre. Ja, die Geschichte von Franz Fuchs, sie geht natürlich unter die Haut. Thomas Kündig, Sie leiten die Haarsprechstunde am Unispital Zürich. Verschreibt man dort das Medikament mit dem Wirkstoff noch? Ja, aber auch mit der gebührenden Zurückhaltung, die immer grösser geworden ist über die letzten paar Jahre, wo man immer häufiger über das Syndrom zu lesen bekommen hat und immer mehr Männer mit dem Syndrom an die Öffentlichkeit gegangen sind. Also, wenn es keine Alternative gibt und Leute das unbedingt verlangen, dann mache ich das noch. Man muss die Leute entsprechend aufklären, aber man macht es ungern. Weil, wie der Beitrag zeigt, das ist natürlich extrem unangenehm. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die wissenschaftlichen Daten zu dem Syndrom nicht so klar sind. Es gibt natürlich keine placebo-kontrollierte Studie oder wäre das vielleicht die Depression oder Impotenz auch ohne die Tabletten in dieser Zeit auftreten, wo die Leute das Finasterid genommen haben. Mhm. Und es ist auch noch auf dem Markt, also es ist gar nicht verboten, das zu geben, aber es hinterlässt kein gutes Gefühl. Und ich gebe lieber Alternativen als das. Okay. Ja. Reden wir über die Männer, die zurzeit so Finasteridpräparat einnehmen. Was sollen die machen? Sofort absetzen? Das würde ich jetzt nicht so empfehlen. Wenn das jemand einnimmt und damit ein gutes Resultat hat und die Nebenwirkungen nicht hat, dann nachher kann er das durchaus auch weiternehmen. Es ist schon in der Regel so, dass die meisten Symptome auftreten schon während der Einnahme und es gibt dann weniger, die dann erst nach der Einnahme tatsächlich auftreten, wie man im Beitrag gehört hat, sind einzelne Fälle. Aber man kann es, wenn man es gut verträgt, muss man das nicht absetzen. Nein. Wenn man jetzt so einen Betroffenen hört, wie der Franz Fuchs im Beitrag, hat man eigentlich Hoffnung, dass die einmal verschwinden wieder, die Symptome? Also dazu gibt es schon gewisse Beobachtungsstudien, die zeigen, dass wenn man das von dem betroffen ist, kann es dann schon nach mehreren Monaten später sich noch verbessern auch wieder. Aber da gibt es noch nicht so allzu viele Daten. Es gibt auch keine placebo-kontrollierte Studie, wie gesagt, zu dem ganzen Postfinasterid-Syndrom. Darum ist das noch ganz schwierig, jetzt da etwas zu sagen. Aber es kann wieder verschwinden. Gut, also. Hoffen wir das. Wir reden dann gerade noch weiter. Wenn Sie Fragen haben zu Haarwuchsmittel, Sexfinasterid oder etwas anderes, dann können Sie sich jetzt in unserem Chat melden. Die drei Fachleute geben Auskunft dazu und auch zu anderen Fragen zum Thema Haarausfall. Sie können Ihnen schreiben auf srf.ch/putz.